also doch Woodmon. Weiß ich aber nicht mehr, was das zweite war. Gut, aber bei Woodmon kann ich ja eine Feuerattacke starten. Sollte einigermaßen reinhauen. Joa. Ah, jetzt wechsle sie schon. Ah, Red Wagon war's. Okay, machen wir auch mal Triple Fire. Hab ich zweimal getroffen. Ja, zweimal mit 242. Jo, Greymon ist da schon einigermaßen stark in so. Also bei Digimon heißen sie Erd-Digimon. Weil da sind dann Insekten und Pflanzen zusammen gezählt. Im Gegensatz zu Pokémon, wo halt Pflanze und Insekten ein eigener Typ sind. So, jetzt kann ich, glaube ich, normal attackieren. Oh, Red Wagon ist schon ein bisschen schneller als Greymon. So. Woodmon. Triple Flame, oder Triple Fire, besser gesagt. So. Sehr schön. Beim letzten hauen wir nur die DNA-Digitation raus, wie es nur geht. Ne, ich glaube, DNA-Digitation wäre so sogar schlecht, weil ich dann zum falschen Digimon wechsle. Deswegen werde ich, ja, ich muss hier Greymon opfern. Hört sich zwar blöd an, aber machen wir noch so viel Schaden, wie es geht. Ist zwar nicht viel, aber so's. So, wenn er jetzt nicht blockt, war es das mit Greymon. Jupp. So, jetzt wechseln wir auf Stingmon. Und jetzt haben wir... Nee, komm. Weh, du bist jetzt verwirrt. Glück gehabt. So, DNA-Digitation. Bin schon gespannt, wie viel ich ihm jetzt abziehe. Ja. Und gleich nochmal. Wenn ich schon nochmal dran bin, muss ich das ausnutzen. Ich gehe da jetzt lieber auf Nummer sicher.
Sehr schön. Damit ist es erledigt. Puh. 7 und 5. Extrem 4. Es hat Argmon gar keine Erfahrung bekommen, weil es gestorben ist. Das ist jetzt blöd. Dabei hat es die ersten beiden Digimon fertig gemacht. Oh nein, mein Digimon ist weg. Naja, wie heißt du? Bushido. Cooler Name. Okay, ich gebe dir das hier. Super, ich habe das Susaku-Abzeichen. Als nächstes brauche ich das Yako-Abzeichen. Der Westsektor ist jenseits des Ozeans, also schwer zugänglich. Es gibt nur einen Weg dorthin. Du musst Submarimon rufen. Du brauchst das Digi-Ei der Verlässlichkeit, um Submarimon zu rufen. Frag in diesem Sektor nach mehr Infos. Das ist der einzige Hinweis, den ich dir geben kann. Viel Glück! Puh. Wie sieht es aus? Muss ich mich heilen oder bin ich automatisch geheilt? Nee, muss mich heilen. Oh! Da ist Kyle. Oder Kyle, ja. Hey Bushido, gutes Timing. Wir sind schon ein Weilchen hier. Warum gehen wir nicht zurück? Ja, ich habe Seriums Susaku-Lieder besiegt. Das reicht fürs Erste. Aber was mit Teddy? Wir müssen ihn finden. Teddy geht's gut. Er ist in Asuka City im Administrationscenter. Da wollte er jedenfalls hin, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Okay, dann sollten wir schnell nach Asuka City reisen. Oder zurück. Oh, das ging aber schnell. Hey, was geht ab? Ich warte schon eine ganze Weile. Wann können wir zurück? Sorry, es gibt immer noch keine Details. Was geht hier eigentlich vor? Game Master, das muss eine Soll das Durchsage heißen? Wie kann man bitte Durchsage mit Durchs-Punkt abkürzen? Egal. Sie ist eine Frau, das war mir nicht klar. Sie ist cool, ich will so sein wie sie. Wir entschuldigen uns bei allen Spielern für die Unannehmlichkeiten. Die Wartung der Matrix-Kammer wird noch etwas länger dauern. Wir bitten um Geduld, bis das System repariert ist. Was? Mir reicht's. Ich schätze, wir können nichts dran ändern. Yay, dann kann ich noch länger spielen. Wie blöd, sie sind immer noch nicht fertig. Wir können nicht in die echte Welt zurück. Obwohl Lucky Maus daran schuld ist. Lucky Maus? Hey, was meinst du damit? Ich weiß nicht genaues, aber Teddy sagte, Maus sei aufgetaucht. Also diese Abkürzungen sind der Hammer. Sucht Teddy etwas Bestimmtes beim Administrationscenter? Hey Bushido, lass uns nach Teddy suchen. Ich möchte ihn etwas fragen. Okay, dann lass uns sofort zum Center aufbrechen. Okay, ich muss ehrlich zugeben, ab hier habe ich echt null Erinnerungen mehr an das Spiel. Entschuldigung, aber hier haben nur Mitarbeiter Zutritt. Wie ärgerlich, wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg geben. Tja, jammern hilft uns auch nicht weiter. Wir sollten uns aufteilen und nachforschen. Red mit Leuten in der Stadt. Echt der Hammer. Okay, mach ich. Langsam mache ich mir Sorgen um Teddy.
Kann man bitte mit abkürzen? Na gut. Ah, jetzt war ich aber noch immer nicht in meinem Bett, oder? Nee. Denn. Übernachten. Und am besten gleich speichern. Weil nicht, dass ich dann die Tuste nochmal besiegen muss. Speichern, das dauert extrem lange. So. Wen soll ich jetzt fragen? Dich vielleicht? Es ist allen egal, wir sind in dieser Welt gefangen. Hey Bushido, was gefunden? Ich auch nicht. Wir brauchen mehr Informationen. Wow. Ich muss nicht nach Hause. Ich kann ja mit Partner spielen. Vielleicht ja hier in diesem Inn oder so. Ah, du vielleicht. Mr. Alexei ist nicht sehr aufgebracht. Er lässt ja ständig an mir aus. Also wirklich. Hallo du da, hast du Spaß? Mir geht es nämlich lausig. Okay, dann halt nicht. Vielleicht mit dem Barkeeper, die wissen immer alles. Nur Personal darf ins Admin Center. Außerdem verloren gegangene Digimon ohne Partner. Okay. Keine Ahnung, wie man in das Center kommt. Wo ist Jack? Oh, schaut mal. Dieser Agumon-Anzug ist toll, oder? Haben wir von Etemon. Guck mal, wir sind Digimon. Ein Traum hat sich erfüllt. Okay, sie haben... Also vorher, wenn... Dieser Barkeeper hatte gesagt, verloren gegangene Digimon ohne Partner dürfen ins Admin-Center. Wenn wir von Etemon dann so einen Anzug bekommen, gelten wir dann ja als Digimon, die keinen Partner haben. Das Problem ist, wo ist denn jetzt wieder Etemon? Hast du was gefunden? Was? Wenn wir verlorene Digimon sind, können wir ins Center. Ein altes Paar wollte Digimon werden. Vielleicht wissen die etwas. Ja, habe gerade geredet. Vielleicht ist es noch in der Kanalisation. Schauen wir mal. Maske-Kanalisation. Etemon? Ich weiß nicht. War keiner hier, als ich kam. Also hau ab und nerv nicht. Okay, der weiß es echt nicht. Wo könnte Etemon sein? Lammkotelett. Vielleicht weiß wieder der Barkeeper etwas? Nee, sagt doch immer das Gleiche.